Buenas tardes. Buenas tardes. Tragen, alles muss man tragen hier im Dschungel des Ishkan. Ob das Wasser aus der einzigen Quelle, Lebensmittel, das ganze Hab und Gut. Hier enden alle Wege, gibt es keine Straßen mehr, kein Strom, kein gar nichts. Nur diese Hitze. 40 Grad im Schatten oder mehr mögen es wohl sein, als wir zur Mittagszeit in dieser gottverlassenen Gegend ganz im Norden Guatemalas eintreffen. Und die Luftfeuchtigkeit lässt uns kaum atmen. 2000 Indios haben sich auf diesem Stückchen brandgerodetem Land ein paar armselige Holzverschläge zusammengezimmert. 2000 von 1 Million Menschen, meist arme indianische Bauern, die vor dem Terror der Militärs und Todesschwadronen nach Mexiko geflohen waren. Jetzt hat ihnen die Regierung Schutz und ein Stück Land versprochen. Aber trotzdem lassen sie uns nicht in Ruhe. Seitdem wir in diesem Flüchtlingslager sind, fliegen die Helikopter im Tiefflug hier rüber. Jedes Mal schrecken wir auf, vor allem die Kinder. Wir wissen einfach noch so genau, wie die Armee alle Dörfer in unserer Gegend bombardiert hat. Deswegen haben wir solche Angst, wenn die Hubschrauber kommen. Die Soldaten stürmten damals ins Dorf und zündeten die Häuser an, auch unseres. Es brannte total aus. Das Einzige, was wir retten konnten, war unser Leben und was wir am Leib trugen. Wir konnten nur noch wegrennen und in die Berge, über die Grenze fliehen, erinnern sich Vicente und seine Frau Rosalia. Tochter Antonia macht gerade Schulaufgaben. Eine Hilfsorganisation hat ein paar Bücher nach Victoria Ventedenero gebracht, so heißt das Flüchtlingscamp. Es sollte nur kurze Durchgangsstation sein. Aber das Land, das die Regierung den Indios versprochen hatte, können sie nicht bebauen, weil dort mächtige Marihuana-Pflanzer sitzen. So müssen sie bleiben und warten. Aber es wird immer schwieriger, für mehr und mehr Menschen das Lebensnotwendige heranzuschaffen. Die Sackladungen, die einmal im Monat in den Speicher geschleppt werden, sind im Nu verbraucht. Was wird mit uns geschehen, fragt man sich in Victoria Ventedenero. Guatemala Stadt. Niemand schenkt dieser augenscheinlich fremden Frau besondere Aufmerksamkeit, wenn sie durch die Barrancas, die Slums, geht. Man hat sich an sie gewöhnt, an Nancy, die blonde Amerikanerin. Anfänglich wurde sie belächelt, als sie durch die Müllberge zog, immer ein paar Kinder aus dem Viertel im Schlepptau. Man fragte sich, was will sie hier? Warum haben unsere Kinder plötzlich Fotoapparate um den Hals und machen Aufnahmen ausgerechnet von diesem Dreck und Elend? Niemand, der gezwungen ist, hier zu leben, präsentiert sich gern vor einer Kamera. Doch gegenüber den kleinen Fotografen aus der Nachbarschaft verspürte keiner Scham noch Scheu. Wir gehen Nancy und den Kindern einfach nach und der Weg endet in einem Klassenzimmer. Auf dem Tisch steht unser Fotoapparat und ist sofort Gegenstand größten Interesses. Am liebsten machen wir selber Bilder von anderen, aber jetzt mach mal eins von uns, drängen die Jungen. Mal sehen, wer es besser kann. Die Kleinen sehen die Dinge um sie herum mit ganz anderen Augen als wir. Ich habe das fotografiert, weil ich das Mädchen so schön fand und den Hund, sagt Martha. Sie war noch so winzig und zart, als sie zum ersten Mal mit der Kamera rausging. Aber sie marschierte ganz stolz auf die Leute zu und knipste sie. Aber hinterher waren auf den Bildern nur Beine bis zur Taille zu sehen, denn länger war Martha eben noch nicht. Damals war sie erst 6, jetzt ist sie 8. Sie hat viel hinzugelernt. Jetzt werden natürlich auch schon alle Filme selbst entwickelt. Nancy McGear bringt den Kindern alles bei. Sie kommt vom Fach,
war jahrelang als Fotografin für eine Nachrichtenagentur in Mittelamerika. Nur Krieg und Gewalt, ich hielt es zum Schluss nicht mehr aus, sagt sie. Ich ging nach Guatemala mit der Idee, irgendwie helfen zu wollen. Das Ergebnis? Eine Fotoschule für die Mädchen und Jungen, die sonst nur den Müll, den Dreck und die bittere Armut kennen. Naja, meint Adele so, wir sind arm und wir leben im Dreck, weil woanders kein Platz für uns ist. Da kann man nichts machen, das ist schon okay. Aber sie rauben einander aus bei uns und bringen sich gegenseitig um. Hier auf meinem Foto haben sie auch einen abgestochen, im Müll, und alle stehen drumherum, sagt Benito. Ich wollte ihnen nur Mut machen und etwas beibringen, mit dem sie eines Tages wirklich was anfangen können. Wenn jetzt andere ihre Bilder loben, dann spüren die Kinder zum ersten Mal, dass sie auch etwas wert sind und nicht nur Ausgestoßene dieser Gesellschaft. Aber beim Einschlafen, wenn ich die Augen zumache, dann ist immer wieder das Monster da, das Menschen tötet. Ich habe Angst vor Algoron, dem Monster aus dem Müll. Habt ihr ein paar Dollar dabei? Ich brauche Geld für Klebstoff. Zum Schnüffeln, verstehst du? Ich bin süchtig danach. Das hier ist normaler Leim. Kann man überall kaufen, wo es Schuhe gibt. Aber das bisschen kostet 4 Dollar. Ganz schön teuer. Muss ich lange für arbeiten. Die anderen im Müll da unten machen das auch. Ich sammle, was ich so finde in dem Dreck. Flaschen, Aluminium, Bleche, alles, was man wiederverwenden kann beim Bau oder so. Kupfer, das bringt eine Menge Quetzales. Aus Kupfer machen sie wieder Kabel und Rohre. Wenn ich mal viel Glück habe, dann kann ich mit dem Kupfer sogar bis zu 200 Quetzales am Tag machen. Das sind etwa 10 Dollar. Riech mal, Carlos kommt mit einer alten Flasche Haarspray an. Naja, ist nicht mehr so doll. Die meisten Quetzales, die er verdient, liefert er zu Hause ab. Wir brauchten was Neues zum Wohnen. Hier, das ist es, erzählt Carlos. Die alte Wellblechhütte ist letztes Jahr beim Regen am Müllhang abgerutscht, der Vater dabei umgekommen. Jetzt leben Carlos, seine 4 Geschwister und seine Mutter in diesem einen Raum. Hier schlafen meine Schwestern, da meine Mutter, und mein Bett steht da hinten in der Ecke. Als wir herkamen in die Stadt, da gab es für uns keine andere Arbeit. Da waren wir auch Guajeros, haben im Müll gearbeitet, wie Carlos heute. Dann habe ich Gardinen und andere Sachen geflickt und gespart. Ich habe lange gespart, bis ich mir den Ofen leisten konnte. Jetzt mache ich Maispfannkuchen, Tortillas, und verkaufe die. Ach, früher, da hatten wir ein Stück Ackerland, das uns ernährte. Aber jetzt bin ich müde geworden. Früher, da war das Leben anders. Da konnten wir noch alle gut von der kleinen Ernte leben. Aber die Reichen nahmen uns nach und nach alles weg. Die Großgrundbesitzer, die haben die Macht. Schließlich waren wir gezwungen zu gehen und uns irgendwo Arbeit zu suchen. Ach, es ist nicht mehr dasselbe. Von der Müllhalde hinter dem kleinen Innenhof zieht ein beißender Fäulnisgeruch herüber.
Der Wind steht mal wieder schlecht, meint Carlos. Dieser smarte Herr, der mir das Einsteigen in den Helikopter etwas erleichtert, heißt Rodolfo, unser Pilot. Er hat uns schon in das Flüchtlingslager Victoria Vente de Nero geflogen. Und noch einmal starten wir gen Norden. Nur zu Fuß oder eben mit dem Hubschrauber kann man in dieses Gebiet, El Pitain, vordringen. Von oben betrachtet ein landschaftliches Paradies. Immer dichter werden die tropischen Wälder, der Dschungel mit seinen vielen Flüssen und Wasserfällen. Hin und wieder eine Kaffeeplantage, überall Brandrodungen für neue Felder. Unten aber in den Dörfern regiert Terror und Angst. Wir fragen Rodolfo, ob wir landen können. Gern tut er es nicht. Wahrscheinlich haben wir dann gleich das Militär am Hals, meint er. Ganz sicher aber die Zivilpatrouillen. Die üben hier indirekt die militärische Kontrolle aus. Und richtig, unsere Ankunft erregt große Aufmerksamkeit. Hierher verirrt sich so leicht keiner. Die Patrouillen überwachen Dorfeingänge und informieren die nächste Militärbasis über alle Personen, die das Dorf besuchen oder es verlassen. Wir sind eine Zivilpatrouille, die über die Sicherheit von Guatemala wacht. Wir sind da, um unser Dorf zu schützen, so sagt einer der Männer. Doch in Wahrheit ist es genau andersherum. Die Männer sollen ausspionieren, wo sich die Guerilla versteckt hält. Um sie zu schnappen, führt das Militär einen grausamen Kampf gegen die gesamte Landbevölkerung. Und die Zivilpatrouillen helfen mit. Plötzlich ein Flugzeug. Es landet schon, kaum dass man das Motorengeräusch vernommen hat. Es bringt Post und ein paar Lebensmittel. Gerade 8 Minuten dauert das Entladen, dann ist es wieder weg. Die Männer mit ihren Gewehren rühren sich nicht vom Fleck. Sie sind bereit, jederzeit zu schießen, auch auf die eigenen Leute. Es könnte ja ein Sympathisant der Guerilla sein. Weigert sich ein Dorfbewohner bei der Patrouille mitzumachen, muss er selber damit rechnen, streng bestraft zu werden oder morgen tot zu sein. Wer bildet euch denn an den Gewehren aus und wer gibt euch Order? Na, das Militär. Lasst uns lieber verschwinden, bevor die Soldaten anrücken, meint Rodolfo. Wo wir jetzt hinwollen, da wohnen die Reichen und die Touristen aus aller Welt. Sie haben Quartier bezogen an den Ufern des Atitlansees. Umringt von 3 hohen Vulkanen, einer der schönsten Seen Zentralamerikas. Die Reisenden kommen aber nicht nur der Landschaft wegen, sondern weil die Dörfer rund um den See, wie hier San Jorge de la Laguna, eine wunderbar exotische Ferienparadieskulisse abgeben. Deren Bewohner, die Indios, sind nur noch folkloristisches Inventar einer scheinbaren Idylle. Was bleibt ihnen, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen? Nicht viel. Immer weniger arbeiten als Bauern, dafür knüpfen die Frauen nun Decken und Jacken oder die Männer schnitzen Holzfiguren, die dann als Reiseandenken verkauft werden. Für ein paar Pfennige das Stück. Das Geld reicht vorne und hinten nicht, sagt Virgilio Paramos. Von dem, was ich verdiene, allein könnten wir nicht leben. Also müssen meine Frau und auch die Kinder mitarbeiten. So kommen wir immerhin auf etwa 25 Quetzales am Tag. Das ist so viel wie $1. Vamos como ya a comparación en dólar, yo creo que viene saliendo como $1 o algo así. Um satt zu werden, bräuchten wir eigentlich, na sagen wir, 100 Quetzales oder wenigstens 50. Also $2 am Tag, das ginge. Para que uno es suficiente para que
Früher, als es hier noch keine Touristen gab, haben ihre Äcker die Bewohner von San Jorge gut ernährt. Aber jetzt täuscht das bunte Bild der Wäscherinnen in ihren hübschen Trachten über die soziale Realität hinweg. Viele sind nicht nur arm, sondern völlig mittellos. Virgilio ist Tischler. Heute repariert er den kleinen Stall am Haus. Aber sonst, sagt er, helfe ich das zu bauen in den anderen Orten, was wir am See nicht haben wollen. Immer mehr Hotels. Aber sonst hätte ich doch keine Arbeit. Das Land, das einst zu San Jorge gehörte, haben sich nach und nach die Bauspekulanten unter den Nagel gerissen. Mit dubiosen Verträgen. Mein Vater, meint Virgilio, der wusste doch gar nicht, was das ist. Ein Vertrag. Er und die anderen konnten doch gar nicht lesen oder schreiben. Mit einem Fingerabdruck haben sie unterzeichnet. Aber wir wollen unser Land wiederhaben. Als wir endlich den Mut hatten zu einer großen Demonstration, da haben die angeblichen Besitzer, das Militär und die Regierung dafür bezahlt, dass sie uns wieder vom Land verjagen. 500 Polizisten und Soldaten marschierten da auf. Wir wollten uns mit denen verständigen, aber sie haben uns brutal auseinandergetrieben und verprügelt. Dann sind sie ins Dorf, haben in den Häusern alles zerstört. Es gab eine Menge Verletzte und wir, die Wortführer, wurden ins Gefängnis gesteckt. Das ist ein gerechter Kampf. Wir sind nicht dabei, anderen etwas wegzunehmen, sondern das Land von San Jorge de la Laguna gehört uns. Tierras así de una persona, sino que es esas tierras nos pertenecen. In der großen Kirche des kleinen Örtchens Nahuala beendet Padre Manuel Carriés gerade eine Totenmesse, als wir eintreffen. Woran ist der Mann, ein Indio, gestorben, fragen wir. Keine Antwort vor laufender Kamera, weder vom Padre noch von den anderen. Draußen flüstern sie hinter unserem Rücken, er sei ermordet worden. Warum? Weshalb? Ein kleiner Bauer? Von wem? Keiner will mehr sagen. Auf den zweiten Blick verstehen wir den Grund des Schweigens. Nichts bleibt hier unbeobachtet und ungehört. Der Pfarrer will auch keinen Ärger haben. So macht er einfach seine Runde durch die Verkaufsstände, wie immer zweimal in der Woche, wenn Markt ist, in Nahuala. Hier hört man kaum ein Wort Spanisch, aber mindestens ein Dutzend unterschiedlicher Indio-Dialekte. Egal in welchem, die Klagen sind überall dieselben. Wenn die Preise für Bohnen und Mais so weiter steigen, kann sich das ja kein Mensch mehr leisten, sagen die Frauen. Und das bei den wichtigsten Nahrungsmitteln. Dem Padre ist es nicht sonderlich geheuer, unter den Augen der Militärs mit uns zu sprechen. Er weicht aus. Auch wissen Sie, ganz wichtig ist, dass die Indios sich selbst weiterentwickeln. Wir können doch nicht die Arbeit für sie machen. Wir müssen ihnen bewusst machen, dass nur sie selbst aus der Armut wieder herauskommen können. Hier ist euer Radioprogramm, die Stimme von Nahuala aus dem Department Sololá in Guatemala. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zuhört. Damit wir wenigstens ein bisschen was verstehen, hat der Sprecher seine Ansage in einer Mixtur aus Spanisch und Quiché gemacht. Normalerweise geht alles nur in dem Dialekt über den Sender. Bei Radio Nahuala machen Indios Programm für Indios. Wir sind die erste Radiostation, die in unserem Quiché-Dialekt senden darf. Die Leute hier im Umkreis waren vielleicht verwundert, als plötzlich jemand in ihrer eigenen Sprache über den Äther kam, sagt der Chefredakteur. Wie frei können und dürfen Sie denn informieren, zum Beispiel über die mögliche Ermordung des Mannes da draußen? Auf den letzten Teil unserer Frage geht er gar nicht erst ein. Er sagt nur, im Prinzip ist es möglich, frei zu informieren. Man braucht dazu nur eine Genehmigung der Regierung. Die haben wir aber nicht beantragt. Deswegen geht das nicht. Liebe Freunde, wir begleiten euch über Radio Nahuala mit ganz viel Zärtlichkeit und Musik aus unserer Region Marimba. La música de la provincia, la música de nuestras marimbas regionales.
Das ist Kaffee. Und wir sind endlich auf einer Finca, einer riesigen Plantage. Es war ziemlich schwierig, einen Besitzer zu finden, der uns seine Tore öffnen wollte. Die Landverteilung in Guatemala ist die ungerechteste in ganz Lateinamerika. 2% der Bevölkerung besitzen fast 70% des fruchtbaren Bodens. Darüber möchte natürlich ein Großgrundbesitzer nicht diskutieren. Es recht nicht über die Arbeitsbedingungen für die Indios. Auch darüber werden noch viele Lügen verbreitet. Die Arbeiter verdienen bei uns jetzt 10 Quetzales am Tag, sagt der Verwalter. Das sind umgerechnet 70 Pfennig. Und manchmal gibt es noch einen Spezialbonus von einem Quetzal, also 7 Pfennig. Und das am Tag. Davon sollen Frauen und Kinder ernährt und Abgaben geleistet werden. Da bleibt nichts anderes, als die ganze Familie beim Pflücken, Reinigen, Sortieren und Verarbeiten der Kaffeekirschen einzusetzen, um überhaupt leben zu können. Und dieser Arbeitgeber zahlt noch gut und beschäftigt fast nur festangestellte Arbeiter. Am ärgsten trifft es die Saisonarbeiter auf den Plantagen. Sie werden ausgebeutet für einen Hungerlohn. Doch wer denkt schon daran, wenn er sich am Nachmittag gemütlich eine Tasse Kaffee einschenkt? 10 Quetzales am Tag, das ist doch nicht schlecht. Davon können sich die Indios sogar Land kaufen, ein Auto oder ein Fahrrad. Ein Fahrrad für die Kinder, das kostet doch nur 1200 Quetzales. Das sind 120 Tage Arbeit. Heute leben wir in einem Land mit Problemen. Und diese Probleme existieren seit langer Zeit und werden nicht morgen schon zu ändern sein. Wenn die Personen nicht umdenken, die die politische Macht in Händen halten, die militärische Macht und die Macht des Geldes, werden Frieden und Gerechtigkeit niemals kommen. Für diese Predigt könnte Padre Luis Perez auch sofort ins Gefängnis wandern, ohne weitere Erklärung. Das Militär und der Geheimdienst schnappen sich willkürlich, wen sie wollen. Aber soll ich denn das Elend der Leute in meiner Gemeinde nicht sehen? Soll ich das Seelenheil predigen, wo es ums Überleben geht, fragt der Padre. Seine Gemeinde, das ist das schlimmste Elendsviertel von Guatemala-Stadt. Unser neuer Präsident, meint er, ist bestimmt ein Mann der Demokratie. Aber was kann er allein gegen all diese Ungerechtigkeit und Gewalt tun? Gar nichts. Hier sind 5% sehr reich und sehr mächtig, 80% jedoch sind bitterarm. Und das sind die, denen dieses Land eigentlich gehört, die indianische Bevölkerung. Manchmal habe auch ich Angst vor den Todesschwadronen und bin vorsichtig. Aber als Kirche, als Priester, bin ich davon überzeugt, dass wir uns weiter für die Armen einsetzen müssen. Und solange ich lebe, werde ich es auf jeden Fall tun. Dass wir Priester damit auch unser Leben aufs Spiel setzen, dessen sind wir uns bewusst. Viele sind wegen ihres Engagements getötet worden, weil sie die Menschen schützen wollten und ihre Würde. Wer aktiv gegen Unterdrückung und Gewalt vorgeht, begibt sich damit in große Gefahr. Der Staat duldet zwar Zeitungen, Gewerkschaften und Oppositionsgruppen, seine Häscher gehen aber unerbittlich gegen die vor, die es ernst meinen mit ihrem Engagement. Die ganze Familie von Rigoberta Menchú wurde von den Militärs ermordet. Vielleicht wäre auch auf sie, der Anwältin der Indios, längst ein Anschlag verübt worden, wäre da nicht der Friedensnobelpreis, den sie im vergangenen Jahr verliehen bekam. Rigoberta hofft auf ein Ende des Schweigens, doch ihre Gedichte sind noch voller Traurigkeit. Mutter Erde trägt Trauer. In Blut getränkt weint sie Tag und Nacht vor so viel Traurigkeit. Ihr fehlt das Surren der Sensen durch das Getreide, das Geräusch der Mühlsteine. An jedem neuen Sonnenaufgang wird sie horchen auf die Rückkehr ihrer glorreichen Kinder.